So, Freunde, ja, mein Thema heute soll um ja, psychische Probleme und der Gang zum Psychologen sein. Und nein, ich meine nicht diesen einen Psychologen, über den wir die letzten 3, 4 Jahre ein bisschen gesprochen haben, der so Tricksereien gemacht hat in Sachen Bodybuilding, sondern, oder Kraftsport. Ja, ich habe einen Kollegen, den ich schon seit ja, sehr, sehr langer Zeit kenne und er hat auch die letzten Jahrzehnte, sage ich mal, psychische, mentale Probleme gehabt. Jetzt nicht zu krass, aber schon, man hat das schon gemerkt. So. Und ja, er hat in den letzten 2, 3 Jahren, wir hatten ja die Pandemie und direkt nach der Pandemie jetzt auch nochmal der Krieg, so Russland gegen Ukraine und so, und vieles ist in seinem Privatleben schiefgegangen, auch finanziell und mit seiner Wohnung und hast du nicht gesagt, also wirklich von allen Seiten, sag ich mal, ging es bergab. Jetzt hat er sich dazu, weil der hatte immer Angst, sagen wir es mal so, also ich erkläre euch das mal. Der hatte immer Angst, so der erste Besuch beim Psychologen hat er sich so, ja, ihr kennt das aus diesen Horrorfilmen, wo man dann so, was weiß ich, da geknebelt wird in so eine Gummizelle und dann kriegt man irgendwelche Sachen, Medikamente, die man gar nicht haben will und ja, so solche Dinger hat er sich vorgestellt. Jetzt hat er mich drum gebeten, der hatte seinen ersten Termin vor ein paar Wochen, hat er mich drum gebeten, so ob ich, weil der durfte jemanden mitnehmen, so. Weil er das da abgesprochen hat, er meinte, ja, ich habe so ein bisschen so, mir ist das nicht so geheuer, so kann ich da jemanden mitnehmen, so ich kenne da jemanden, so den würde ich gerne mitnehmen, so und dann bin ich mit dem gegangen, also er hat das damit vereinbart und ey, wir kamen da an, es war beim Gesundheitsamt, da war ein älterer Herr, so um die 60 Jahre alt, hat der ihn dann sozusagen empfangen hat, bei dem er Termin hatte. Und ja, was soll ich euch sagen? Also da war nichts Wildes oder so. Er hat da einfach seine Probleme erzählt, weil es waren ja auch, es haben sich Sachen angehäuft, ne, Familie mit seinem Kind und mit seiner Familie allgemein, mit seiner Wohnung und Papierkram, was es nicht alles gibt und so. Also etliche Probleme, wo er dann irgendwann sich gedacht hat, okay, da komme ich alleine nicht mehr raus. Der ältere Herr war so um die 60, 63 Jahre alt, sah so ein bisschen aus wie so ein älterer Professor mit Brille und weißem Bart und so. Ja, und dann kamen wir da rein, ein ganz helles Zimmer, also nichts mit hier Gummizelle, also was man sich so vorstellt oder wo du dann so gebunden wirst und so. Du musst dir das so vorstellen, ne? Es gibt ja auch leichte mentale Probleme, es gibt mittlere Stufe und dann gibt es so die ganz harten Probleme. Es ist ja nicht so, dass man da direkt schon das volle Programm irgendwie da abkriegt oder so. Der ältere Herr hat sich so seine Probleme angehört, verschiedenster Sorten. Wie gesagt, jetzt musst du dir vorstellen, wie läuft das da ab? Dieser ältere Herr macht das ja auch schon seit der paar Jahrzehnten. Er hat ja so telefonisch und per E-Mail und so überhaupt seine Kontakte. Egal, ob es um Wohnungen geht, ob es um Papierkram geht, ob es um Ämter geht, um was auch immer, Familie und er ist sozusagen die Zentrale, hört sich die Probleme an und hat dann, was weiß ich, seine 10, 20, 30 Spezialisten und je nachdem, wo er jetzt Hilfe braucht, wird er dann, was weiß ich, die nächsten Wochen hier hingeleitet, dahin geleitet, muss er dahin und sich da und jetzt auch nicht jeden Tag, sondern alle, was weiß ich, anderthalb, 2, 3 Wochen kriegt er einen Termin, dann geht er mal dahin, kriegt da mal ein paar Probleme gelöst und da helfen die weiter und so weiter und so fort. Was ich euch jetzt damit sagen will, ist einfach, guck mal, jeder von uns hat mit Dingen im Leben zu kämpfen und mit einigen Dingen kommen wir klar und dann irgendwann wird es zu viel und ey, seid euch irgendwie nicht zu schade oder so, ne? Wenn ihr meint, okay, das sind jetzt zu viele Probleme und ich komme gerade im Leben nicht vorwärts, ob das Schule ist, ob das Beruf ist, ob das was auch immer, diese Leute haben Spezialisten, wo die euch dann weiterhelfen können, ja? Also nehmt euch dann, fragt dann auch nach dem Termin, ob ihr da jemanden mitnehmen könnt, so wie in seinem Fall, dass er mich da mitgenommen hat. So, und kann auch sein, dass ich selber irgendwann mal das Ganze in Anspruch nehme. Also es ist jetzt nichts Wildes. Es bleibt auch alles geheim, also es wird nicht überall rumerzählt, keiner kriegt das mit, ihr geht da anonym hin, lasst euch beraten, dann kriegt ihr Hilfe, wie gesagt. Der schickt euch hier zu einem Psychologen, da wegen Wohnung, da wegen Arbeit, da wegen Familie und der hat da seine Spezialisten. Am Ende des Tages wird euch geholfen. Und fertig aus. Also da ist jetzt nichts, wo ihr da irgendwie Angst vorhaben müsst. Und vor allen Dingen,
weißt du, so, man kriegt auch so, so eine Art Motivationsschub, weil der ist jetzt schon von alleine motivierter, ne, so, macht auch ein bisschen links und rechts mehr, weil er weiß, okay, da ist jetzt jemand, der hat seine ganzen Probleme sich angehört, dem wird jetzt die nächsten Wochen geholfen, er kommt vorwärts im Leben, ist ja auch ein ganz schlimmes Gefühl, so, dass man dann irgendwann denkt, so, hey, ich komme hier gar nicht mehr weiter, stecke fest und so, und es geht nicht mehr vorwärts, ja, und das kann einem ja noch zusätzlich demotivieren. Also, lange Rede, kurzer Sinn, wenn ihr irgendwie meint, irgendwann dann, vor allen Dingen speziell die letzten 2-3 Jahre, wie gesagt, das haben wir ja schon geklärt, so, und dann und das Ding ist auch, je mehr Probleme ihr habt, ne, desto eher werdet ihr auch sozusagen, ja, das hat wiederum Effekt auf eure Seele, und darum die seelischen Probleme haben Effekt auf euer körperliches Dasein, ne, dann habt ihr Beschwerden, kriegt keinen Schlaf mehr, dann fühlt ihr euch schlecht, dann seid ihr am nächsten Tag noch unmotivierter, und dann kommen noch mehr, was weiß ich, irgendwelche Rechnungen oder was weiß ich, irgendwas, was ihr erledigen müsst, dann, weißt du, wie ich meine, das hat ja alles so Effekt aufeinander, ist ja nicht so, dass, ne, so, ne, am Ende des Tages, was will ich euch damit sagen, also malt euch nicht irgendwelche Horrorvorstellungen, ne, wenn ihr dann irgendwann meint, okay, das ist mir zu viel, was weiß ich, wenn ihr Kinder habt, Familie und so weiter und so fort, lasst euch da, ruft da an, kostet ja nichts, ne, macht ihr euch einen Termin, wie gesagt, dann, wenn ihr eine Frau seid, nimmt eine Freundin mit, und wenn ihr ein Mann seid, nimmt einen Kollegen mit, so, und dann geht ihr da hin, das ist eine ganz normale Beratung, und tut ja auch mal gut, ich sag mal so, das, was da bei dem Gespräch rauskam, ne, also ich war ja dabei, der hat ja dann auch so ein bisschen losgelassen, und das, was dann beim Gespräch rauskam, ich durfte ja dabei sein, so, das war für ihn, ja, er musste da auch so halt weinen und so, ne, weil es sind einige Dinge in seiner familiären Situation schiefgegangen, und ja, das war so ein Befreiungsgefühl für ihn auch, ne, so, er konnte da mit einem Psychologen reden, mit manchen Dingen kann man ja auch nicht unbedingt zu seinem engeren Familienkreis oder so, weil manche Dinge einem peinlich sind oder wie auch immer, das ist ein neutraler Mensch, der wurde dafür ausgebildet, also ich sag mal so, ich war ja auch noch nie beim Psychologen, und das war ja auch für mich so das erste Mal, wo ich mir das angeguckt habe, so, ich hatte ganz andere Vorstellungen, so, wie das da abgeht, okay? So, und in dem Sinne würde ich sagen, egal ob ihr jetzt Mann oder Frau seid, egal welche Probleme ihr habt, so, dort wird euch geholfen, ja, so, und der Mann, wie gesagt, der war ja auch schon so um die 63 rum hier, der aussah wie ein Professor, der Psychologe, der hat so viele Kontakte, also es gibt nichts, also, oder sagen wir mal fast, es gibt fast nichts, wo er euch jetzt nicht zumindest ein bisschen weiterhelfen kann. Ne, der hat da so ein Telefonbuch, ne, so, dann, wenn du dem die und die Probleme sagst, dann ruft er den und den an, und dann, wenn du ganz andere Probleme hast, ob das jetzt, was weiß ich, wenn es um deutsche Staatsangehörigkeit geht oder Wohnungsumzug oder was auch immer, Beruf oder wie auch immer oder Wohnungssuche oder was auch immer, so, der Typ hat da 20, 30, 40 verschiedene Spezialisten, dann ruft er hier und da an, und dann, also ich war wirklich positiv überrascht. In diesem Sinne, das Video soll hier auch enden. Tut euch jetzt keinen Zwang an, wenn ihr irgendwo im Leben nicht mehr weiterkommt. Klar, ein paar wenige Probleme kriegt ihr gelöst, aber wenn die sich häufen und dann aus verschiedenen Richtungen, kann das sein, dass es euch wirklich im Leben blockiert und dass ihr dann noch mehr Probleme bekommt, weil ihr schon so eine Blockade habt, ne? Gar keine Motivation mehr und so, und ja, in diesem Sinne, like mir das Video auf jeden Fall, check die Links in der Videobeschreibung ab, auch die Glocke unbedingt mal aktivieren, das ist wichtig, ein Abo alleine reicht heutzutage anscheinend nicht, also die Glocke aktivieren. Akku Power Twitch ist mein Twitch-Kanal, dort bekommt ihr jeden Tag 2-3 Streams, und ja, dann sehen wir uns vielleicht morgen wieder, in diesem Sinne, bis dann.